von der Matthias Kilian, arbeite in Darmstadt im Welcome Hotel, mache da meine Ausbildung und bin jetzt gerade im dritten Lehrjahr. Ich habe davor in der Schulzeit so nebenbei, um ein bisschen Geld zu verdienen, natürlich auch so in Restaurants gearbeitet, so als Kellner. Und ich fand das so cool, sag ich mal. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, dass ich mir dachte, okay, das liegt mir irgendwo, also mache ich da meine Ausbildung drin. Am Anfang wird man erstmal, also wurde ich zumindest erstmal ins kalte Wasser geschmissen. Und dann hieß es so, mach mal. Dann sammelt man seine eigenen Erfahrungen, lernt selber, auf was es ankommt und was man machen darf und was man nicht mehr machen sollte. Und ich finde, dann erst kommen die Ausbilder ins Spiel, die dann Tipps geben für die Sachen, die man machen soll und machen darf. Und die helfen einem dann, das, was man gut macht, noch besser zu machen. Wirklich so weit voranzutreiben, dass man sagen kann, okay, das war ein Spitzenservice. Es ist auch so, das sind ja wirklich die Mitarbeiter der Zukunft und die sollen wirklich ja, auch mit Herz und Seele dabei sein. Das versuche ich denen auch beizubringen. Also ich persönlich liebe meine Auszubildenden und das ist für mich wirklich jedes Mal eine Herausforderung von einem Auszubildenden, der gerade angekommen ist und der wirklich überhaupt keine Erfahrung hat, aus ihm jemanden zu machen, der das wirklich irgendwann mal selbstständig macht. Und das macht mich dann auch stolz, wenn ich dann auch wirklich sehe, ja, wir haben die Stufe erreicht. So ein typischer Spätdienstabend im Bistro zum Beispiel wäre so um 17.30 Uhr anfangen. Dann geht's in die Bar, man holt eventuell noch seine eigenen Schlüssel für die Kasse oder macht sich einen Geldbeutel fertig. Und ja, dann geht's direkt in allen weiter mit Gäste bedienen, nach Essen abfragen, wenn neue Leute kommen, nach Getränke abfragen und nach Essen. Und ja, dann läuft das erstmal und dann wird irgendwann wieder angefangen aufzuräumen und zu putzen. Dass man am Wochenende arbeiten muss, dass man bis nachts um drei schaffen muss, das weiß man. Und wenn man sich den Job aussucht, kommt man damit klar, weil es einfach so ist, sag ich mal. Auf jeden Fall würde ich meinen Freunden bei der Welcome-Gruppe einen Job empfehlen, weil es ist einfach so, dass wir gute Ausbilder haben. Es ist ein super Arbeitsklima, wir sind ein junges Team. Es macht Spaß, da zu arbeiten. Wir haben auch privat sehr guten Kontakt. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, um sich dann auf der Arbeit einfach besser zu verstehen und erst recht in diesem stressigen Job.